Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wieder die Schmorbachs. Ich, Nicole Schmidt. Und ich, Sandra Rohrbach. Und ich spoiler gleich mal, wir haben heute echte Digitalprominenz in unserem Podcast. Die Auflösung kommt gleich. Vorab nur so viel, wir reden heute über den Breitbandausbau, den Kampf gegen das Hängeregister und über Hass im Netz. Seit einem guten Jahr ist die Ampelkoalition im Amt. Die drei Regierungsparteien haben ihrem gemeinsamen Projekt den Titel Fortschrittskoalition gegeben. Und klar, Digitalisierung findet da nicht mehr nur im Kleingedruckten statt, sondern steht ganz oben auf der Tagesordnung. Damit diese Tagesordnung dann in die Tat umgesetzt wird, braucht es auch die entsprechenden Macherinnen und Macher aus der Digitalpolitik. Und wir freuen uns, dass wir heute eine wichtige Macherin auf diesem Gebiet bei uns haben, denn unser heutiger Gast ist die Vorsitzende des Digitalausschusses im Deutschen Bundestag, Tabea Rössner. Herzlich willkommen, Frau Rössner. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, der Jahreswechsel ist vorüber, die Bundesregierung seit einem guten Jahr im Amt. Was sind denn die wichtigsten digitalen Themen, die sich der Digitalausschuss in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben hat? Oh, es gibt so viele Themen, die wir beackern werden. Und wenn wir mal zurückschauen in das vergangene Jahr, das Jahr war ja vor allen Dingen von Krisen geprägt und überlagert. Und es gab ja auch erstmal so die Zuweisungen in den unterschiedlichen Ministerien. Und jetzt wollen wir uns aber tatsächlich dem Modernisierungsversprechen aus dem Koalitionsvertrag widmen, da anknüpfen, was im Koalitionsvertrag ja auch schon alles aufgenommen wurde, aber auch dann in der Digitalstrategie, mit der wir leider ja auch ein bisschen Zeit vertan haben. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich loslegen, einmal die Leuchtturmprojekte der Digitalstrategie vorrangig voranzubringen und den Koalitionsvertrag tatsächlich umzusetzen. Das ist einmal der Gigabit-Ausbau, das ist auch die Verwaltungsdigitalisierung, dazu gehört natürlich auch die digitale Identität, da müssen wir wirklich jetzt vorankommen mit der Registermodernisierung. Die Datenstrategie, das Dateninstitut und für mich ganz wichtig auch das Thema Nachhaltigkeit und Transparenz der öffentlichen Verwaltung. Und in all diesen Bereichen brauchen wir natürlich erstmal gute Analysen, schlüssige Handlungsempfehlungen und dann natürlich auch Mut und Tempo bei der Umsetzung. Dazu kommt dann noch die Umsetzung des Digital Services Acts. Wir müssen ja den nationalen Digital Coordinator benennen. Das wird wichtig sein. Und dann kommt von der europäischen Ebene ja auch noch einiges auf uns zu mit dem AI Act und dem Data Act und anderem. Thema Chat-Kontrolle werden wir sicherlich auch noch weiter diskutieren. Also es wird nicht langweilig und was mir aber vor allen Dingen wichtig ist, ist auch eine gute Zusammenarbeit im Ausschuss. Wir haben eine gute kooperative Zusammenarbeit auch mit der Opposition. Was mir aber vor allen Dingen auch wichtig ist, ist, dass die Zivilgesellschaft da mitgenommen wird und auch was die Transparenz insgesamt der Arbeit des Ausschusses angeht. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben und da würde ich mich im neuen Jahr auch deutlich für einsetzen. Also das klingt, als ob Ihr Schreibtisch zum Brechen voll ist. Gleichzeitig klingen Sie auch nach ganz viel Tatendrang. Wo Sie eben schon den Ausschuss nochmal angesprochen haben, würde uns interessieren, wie würden Sie denn Ihre Rolle als Vorsitzende des Digitalausschusses beschreiben? Sehen Sie sich da auch als so eine Art Sparringspartnerin für den Digitalminister Wissing? Naja, das BMDV oder Wissing soll ja diese koordinierende Funktion innerhalb der Bundesregierung einnehmen und so als Treiber für die Digitalisierung agieren. Und auf Parlamentsebene sehe ich meine Rolle als Ausschussvorsitzende und auch den Ausschuss genau in dieser Funktion auf Parlamentsebene. Das heißt also, wir arbeiten sehr intensiv auch mit dem BMDV zusammen, das die koordinierende Rolle übernimmt, aber eben auch mit den anderen Ministerien. Wir laden die regelmäßig ein, die unterschiedlichen Ministerien, also entweder Ministerinnen und Minister, aber auch die Staatssekretäre sind bei uns dauernd zu Gast und diese koordinierende Rolle auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den anderen Ausschüssen ist mir ganz wichtig. Wir sind ja jetzt ein federführender Ausschuss, das war vorher nicht so. Aber viele Bereiche der Digitalisierung finden aber in anderen Sektoren, in anderen Ressorts statt, ob es Energie, Verkehr, Inneres, Wirtschaft, Klimaschutz, Gesundheit, Bildung, Wissenschaft und so weiter angeht. Das heißt also,
diese Querschnittsfunktion hat auch der Ausschuss. Da sehe ich uns auch in der Pflicht. Und ja, manche Themen werden ja auch innerhalb der Bundesregierung kontrovers diskutiert. Diese Diskussion führen wir natürlich auch mit den unterschiedlichen Interessen aus den anderen Ausschüssen, wenn wir zum Beispiel an das Thema Chatkontrolle denken. Kommen wir zunächst erstmal auf ein anderes kontroverses Thema und eines unserer Lieblingsthemen hier beim Telekom-Netz. Podcast, das ist der Breitbandausbau, das sind die Netze. Es ist ja in Deutschland schon fast, sage ich jetzt mal, ein Reflex, über die Netze zu klagen. Dabei haben ja 90% der Haushalte in Deutschland inzwischen schon einen Breitbandanschluss. Und die Telekommunikationsbranche hat ja auch versprochen, 50 Milliarden Euro zu investieren bis 2030. Wie nimmt die Politik das wahr? Also ich stimme erstmal zu, dass in den vergangenen Jahren tatsächlich einiges auch vorangebracht worden ist und das vielleicht im öffentlichen Bewusstsein noch nicht so angekommen ist. Und natürlich ist es super und begrüßenswert, wenn der Investitionswille der Wirtschaft auch so hoch ist, die 50 Milliarden dann auch tatsächlich umzusetzen. Und es ist ein, denke ich, guter Weg. Das Tempo ist hoch. Wir haben ambitionierte Ziele, zum Beispiel 2030 flächendeckend Glasfaser zur Verfügung zu stellen. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn 90% der Haushalte Breitband haben, dann haben 10% es nicht. Und 90% heißt auch nicht Glasfaser überall in den Häusern und so weiter. Also der Prozentsatz FTTB, FTTH liegt laut OECD bei 15% der abgedeckten Haushalte und das Wachstum ist 25%. Das heißt also, wir müssen noch ein bisschen mehr tun, um die Migration in die Glasfaser auch hinzubekommen. Wir müssen das Förderprogramm wieder auf den Weg bringen. Das war ja auch eine Dynamik im vergangenen Jahr, dass das Fördergeld dann ausgeschöpft war und wir jetzt da auch nachschärfen müssen. Gerade auch was alternative Verlegemethoden angeht, hoffe ich, dass wir da mit der Standardisierung und Normierung vorankommen. Das ist in den letzten Zügen. Also es gibt einiges, was wir da auf den Weg bringen können, um es noch zu verbessern und zu beschleunigen. Aber natürlich, ich glaube schon, dass wir da zuversichtlich sein können. Also da können wir unsererseits nur sagen, wir bleiben weiter dran. Ja, Sie haben eben die fehlenden 10% angesprochen. Wir bleiben dran, wir sind bekennende Netzinvestoren. Wir gehen da diesen Weg weiter und Glasfaser ist unser Pfad, ganz eindeutig. Das war in den vergangenen Jahren ja leider nicht immer so. Da wurde halt erst noch auf andere Technologien gesetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass man früher erkannt hätte, dass Glasfaser die zukunftsträchtigste und im Übrigen auch die klimafreundlichste Technologie ist und da die Migration früher hätte stattfinden können. Aber gut, das ist vergossene Milch und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir die Glasfaser tatsächlich flächendeckend auch möglichst schnell verlegen können. Richtig, da krempeln wir die Ärmel auf. Und schwenken wir beim Thema Netze mal kurz vom Festnetz zurück auf oder rüber auf den Mobilfunk. Auch da hat sich einiges getan. Kürzlich mussten jetzt die Mobilfunkanbieter präsentieren, was sie seit der Mobilfunkfrequenzversteigerung 2019 erreicht haben. Erste Medienberichte schätzen ein, dass die Netze in Deutschland deutlich schneller geworden sind. Für die Telekom können wir jedenfalls sagen, dass wir die Auflagen der Frequenzversteigerung erfüllen. Wo sehen Sie dennoch bei den mobilen Netzen Handlungsbedarf? Na, bei den mobilen Netzen war es immer so, dass man sich orientiert hat nach den da, wo die Menschen leben, ne? Also wo sie eigentlich zu Hause sind und wo sie dann mobiles Internet bekommen haben, wenn zum Beispiel das Kabelgebundene nicht möglich war. Letztlich ist es aber so, wir wollen ja das mobile Internet dahin bekommen, wo die Menschen unterwegs sind. Und das ist meistens dann nicht in den Siedlungsgebieten. Und wir sehen aber, dass es da noch sehr, sehr viele Funklöcher gibt. Also wir haben ja das Ziel, bis 2026 unterbrechungsfreie, drahtlose Sprach- und Datendienste für alle Endnutzerinnen und Endnutzer flächendeckend zu ermöglichen. Mhm. Und wir haben jetzt eben festgestellt, dass die Auflagen der 2019er Auktion noch nicht eingehalten wurden in manchen Bereichen. Das heißt, da müssen wir nachsteuern.
Und was mir auch wichtig ist, neben der Mobilfunkabdeckung, dass wir die Sicherheit der Mobilfunknetze in den Blick nehmen. Das heißt möglicherweise auch Nachschärfung, was unsichere Netzkomponenten angeht. Wir müssen die Mobilfunknetze resilient gestalten und möglichst auch mit erneuerbaren Energien betreiben. Und da begrüße ich, dass die Telekom im letzten Jahr ja ein Pilotprojekt für einen solarbetriebenen Mobilfunkstandort jetzt gemacht hat. Aber das ist natürlich viel zu wenig und da müssen wir auch hin. Sie haben vollkommen recht. Wir müssen uns weiter kümmern, auch um die Funklöcher. Auf die haben Sie ja auch nochmal angespielt. Auch die weiße Fleckenliste aus den Auflagen. Wir sind da in jedem Fall dran, denn Sie können sicher sein, uns ärgert das auch. Es ist oft aber auch so, wir sind häufig auf die Mitwirkung Dritter angewiesen, wenn es um den Ausbau geht, gerade so die letzten Prozentfleckchen da wegzubekommen. Was kann die Politik da tun, um die Ausbauenden zu unterstützen? Eine ganz wichtige Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wie sieht das aus mit der Standardisierung, was die alternativen Verlegemethoden angeht? Weil da gerade in den Kommunen noch große Vorbehalte sind. Das ist zum Beispiel wichtig, dass wir da mit der Standardisierung wie DIN-Norm vorankommen und dass der Ausschuss tagt, hat ja getagt und liegt auch in den letzten Zügen, da ein Ergebnis vorzulegen. Ich glaube, das wäre eine ganz, ganz große Erleichterung, wenn wir das endlich hinbekommen. Wir haben aber natürlich gerade auch, was den Breitbandausbau angeht, was aber auch Mobilfunkstandorte angeht, immer wieder das Problem, das ist eine föderale Aufgabe und eine kommunale. Also die Ausweisung zum Beispiel von Standorten, das liegt in der Kompetenz der Kommunen. Da hoffen wir, dass wir ja insgesamt mit den Ländern zusammen auch das Bewusstsein nochmal schaffen, dass es wichtig ist, dass der Ausbau vorankommt. Mir wäre zum Beispiel wichtig, dass Neubaugebiete grundsätzlich verpflichtend Glasfaser bekommen, dass die von Anfang an da mitverlegt werden. Das wäre schon ein großer Fortschritt, glaube ich. Da müssen wir auch schauen, ob man da gesetzlich möglicherweise noch nachregulieren kann. Sie haben auf jeden Fall das richtige Schlagwort genannt. Das ist Zusammenarbeit und Partnerschaften. Die brauchen wir tatsächlich, um da vorwärts zu kommen. Kommen wir zu einem anderen großen Thema, über das wir hier jetzt in dem Podcast auch noch mal sprechen wollen. Reden wir über das Online-Zugangsgesetz, das mit diesem Jahr in Kraft getreten ist, kurz das OZG für die Kenner unter uns. Alle Services und Dienstleistungen von Bund, Ländern und Kommunen soll jetzt für die Bürgerinnen online verfügbar gemacht werden. Ja, genau. Also die Idee war, vom Antrag auf den Kindergartenplatz über die Beantragung vom neuen Personalausweis bis hin zur Hundesteueranmeldung einfach alles online anzubieten. Das wären 575 Services, die zu digitalisieren sind und das dann alles für jeden auf einen Klick zu präsentieren. Da hinkt Deutschland noch ein wenig in der Zeitplanung hinterher. Also das Hängeregister in den Amtsstuben ist leider noch nicht ganz ausgemistet und abgeschafft. Es gibt viele verschiedene Gründe dafür. Frau Rössner, wo stehen wir denn jetzt da beim Online-Zugangsgesetz? Wie ist da Ihre Sicht drauf? Ich denke, man hat halt sehr hohe Erwartungen damals geweckt und gedacht, dass das alles ein bisschen einfacher geht. Wir müssen feststellen, dass das leider nicht so ist. Und die Gründe dafür sind natürlich sehr, sehr vielschichtig. Einmal ist es so, man muss den Bürgerinnen und Bürgern auch deutlich machen, was das für eine Erleichterung ist, dass sie die Dienste dann auch annehmen. Die Unternehmen, glaube ich, sind da auch größtenteils inzwischen schon auf dem Weg, aber noch nicht alle. Wichtig ist, dass wir tatsächlich die digitalen Identitäten voranbringen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Registermodernisierung muss angegangen werden. Wir müssen das OZG 2.0 auf den Weg bringen, um das nachzusteuern. Also manche Sachen funktionieren ja schon. Es sind jetzt 33 Services, glaube ich, die bis Ende des Jahres 2022 eingeführt
werden konnten. Ich habe heute zum Beispiel meinen Personalausweis und meinen Reisepass beantragt. Das lief ganz papierlos und auch die Terminvergabe ging digital und ich habe Erinnerungen bekommen, habe einen Code bekommen, konnte mich direkt dort registrieren und den Termin aktivieren und hatte keine Wartezeit. Also das war schon ein großer Fortschritt, wenn ich dran denke, wie das noch vor 10 Jahren gelaufen ist, als ich das letzte Mal meine Pässe und Ausweise beantragt habe. Also von daher, es tut sich was, aber natürlich, es ist in der kommunalen Selbstverwaltung, die Länder sind dabei mit in der Pflicht. Es gibt einige Portale, aber es ist ein mühsamer Weg. Wir haben als Bundesrepublik natürlich andere Voraussetzungen als in den Ländern zum Beispiel wie Estland, das wird ja immer so als das Vorzeigeland genannt, die konnten halt alles neu aufbauen. Wenn man aber Strukturen hat, ja, und es geht ja auch darum, nicht nur das Frontend zu digitalisieren, sondern auch das Backend, das heißt die ganzen Verwaltungsprozesse in der Verwaltung. Es nützt ja nichts, wenn ich digitale Dienste anbiete, dann aber hinten raus das alles wieder ausdrucke und von einem Stapel zum nächsten wandern lasse. Also die ganzen Prozesse müssen digitalisiert werden und das ist schon ein gewaltiger Aufwand. Ich hoffe, dass wir da tatsächlich auch weiterkommen. Ja, das ist natürlich im Föderalismus dann nochmal doppelt schwieriger, weil jeder seinen eigenen Ansatz gefunden hat. Also noch eine große. Wobei man sagen muss, wir haben ja eine Anhörung gemacht zu den digitalen Identitäten. Da ist ja auch in den vergangenen Jahren erstmal in die falsche Richtung marschiert worden, obwohl wir eigentlich ein Instrument haben, das funktioniert. Ne? Man hat halt mit der Wallet-Lösung eine neue Lösung auf den Weg bringen wollen und dabei ist der Personalausweis eigentlich in seiner Form, das hat die Anhörung auch gezeigt, bietet ja die Möglichkeiten. Das muss man dann aber auch publik machen, dass die Leute einmal sehen, dass es funktioniert und dass es eben auch einfach funktioniert und welchen Nutzen es auch mit sich bringt und dann auch mehr Dienste dafür zum Beispiel zu bereitstellen. Ne? Dann nutzen wir doch gleich mal diesen Podcast und geben einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer raus. Bitte Leute, nutzt euren elektronischen Personalausweis, das ist eine echt clevere Geschichte. Das ist es, in der Tat. Okay, Frau Rössner, jetzt haben wir jetzt schon ganz viel über Netze geredet hier heute. Und über Netze kann ja auch ganz vieles transportiert werden. Die gestreamte Serie, der Online-Unterricht oder auch im Hinblick auf Ämter zum Beispiel die Steuererklärung. Aber eben leider auch Emotionen, auch negativer Art, wie zum Beispiel Hass. Und Sie, Frau Rössner, haben sich persönlich Schwerpunktthemen gesetzt, zu denen auch die Meinungsbildung im öffentlichen Raum gehört und auch der Kampf gegen Hass im Netz. Warum ist Ihnen das so ein persönlich wichtiges Anliegen? Ich war ja früher Journalistin und habe dort insbesondere für die Nachrichtensendung für Kinder Logo gearbeitet. Und da ging es ja ganz stark darum, wie bilden wir heute unsere Meinung frei und unabhängig. Und früher hat man das eben mit den klassischen Medien gemacht, mit Fernsehen, Radio und Zeitung. Und heute verlagert sich das halt immer stärker ins Netz, auch gerade auf den Plattformen. Und dort können die Plattformen natürlich einmal auch missbraucht werden durch Interessen, die Desinformationen streuen wollen. Gerade im Hinblick auf die Ukraine haben wir das ja auch erlebt oder erleben wir das immer wieder. Die Plattformen werden natürlich auch aus kommerziellen Interessen genutzt und da wird auch richtig viel Geld gemacht. Und das andere ist halt tatsächlich auch Gewalt in Form von Hasskriminalität, Diffamierung, Beleidigung. Und das hat in der Vergangenheit zugenommen. Und ein Meinungsbildungsprozess kann halt eben nur dort stattfinden, wo auch alle Stimmen da sind. Und wenn viel Gewalt im Netz ist, viel Hasskriminalität, ziehen sich dort halt Menschen zurück. Das heißt also, es gibt dann nicht mehr die Vielfalt der Meinungen und die Vielfalt der Stimmen, die zu aber einem freien Meinungsbildungsprozess notwendig sind. Und deshalb ist es wichtig, einmal den Kampf gegen Hass im Netz tatsächlich auch weiter fortzusetzen, wobei immer da auch geguckt werden muss. Es muss halt auch verhältnismäßig sein. Und da
der Meinungsbildungsprozess darf eben auch nicht beeinträchtigt werden. Das ist eine Gratwanderung und das haben manche nicht so im Blick, die auch nicht wissen, wie Medienpolitik eigentlich funktioniert. Das habe ich ja in den vergangenen 12, 13 Jahren auch immer mit begleitet. Aber Medienpolitik, und das ist ja Medienpolitik, ist eben auch Demokratiepolitik. Und deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass wir da öffentliche Diskursräume schaffen, wo die Meinungsvielfalt auch gegeben ist und der Kampf gegen Hass eben dort ja auch weiter fortgeführt wird, wie auch gegen Desinformation, damit wir uns alle unsere Meinung auch frei bilden können. Ganz wichtiges Vorhaben, das wir auch gerne unterstützen. Sie hatten ganz zum Eingang des Podcasts gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema für Sie, auch gerade bei der Digitalisierung. Was vielleicht da nochmal nachgefragt, ist denn da ein wichtiges Vorhaben für Sie, von dem Sie vielleicht dann irgendwann mal sagen können, das hat Tabea Rössner mit angestoßen, als sie Digitalausschussvorsitzende war? Ich glaube, dieses Feld ist in der Vergangenheit sehr stiefmütterlich behandelt worden. Wir haben in der Internet-Enquete in meiner ersten Legislaturperiode, die hat ja getagt von 2010 bis 2013, haben wir das Thema Green IT auch auf der Agenda gehabt, war auch damals schon relativ kurz angehängt an den Wirtschaftsteil. Und da ging es auch um die Frage Green IT und Green durch IT. Das heißt also, Digitalisierung zu nutzen, um Klimaschutz voranzubringen. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn die Digitalisierung, die ja zunehmen wird, eben auch nachhaltig gestaltet wird. Und dem müssen wir uns ganz vehement widmen. Wir müssen die Nachhaltigkeit schon bei der Softwareentwicklung, bei den Programmiererinnen und Programmierern mit im Blick haben, bei der Ausbildung sozusagen, dass man eben auch nachhaltig programmiert, die Geräte auch nachhaltig auf den Weg bringt. Und ein Herzensanliegen ist mir in dem Fall auch das Recht auf Reparatur, damit wir unsere Endgeräte deutlich länger nutzen können. Heute ist es ja allgemein so, nach 2 Jahren sind sie abgeschrieben und dann schafft man sich neue Geräte an. Das sind aber alles Ressourcen, die da auch drin sind. Und ich habe einen Bekannten, der nutzt seinen Laptop seit über 20 Jahren. Das funktioniert immer noch gut. Das ist aber ein Informatiker, der kann das natürlich auch alles wahrscheinlich noch besser dann einrichten. Ich würde sagen, damit ist er einer der Rekordhalter, oder? Naja, ich hatte auch einen Laptop 10 Jahre lang. Also es geht schon, die Geräte auch länger zu nutzen. Aber die Anreize sind im Moment natürlich da, dass man sich immer schnell neue Geräte anschafft. Aber das wäre für mich, glaube ich, ein ganz großer Erfolg, wenn wir das hinkriegen, dass wir tatsächlich die Nachhaltigkeit sowohl bei Hardware als auch bei Software und bei den Netzen auch stärker mit auf den Weg bringen. Wir lernen auf jeden Fall, Frau Rössner, nach dem, was Sie uns jetzt hier geschildert haben, dass Wünsche, Visionen und Beharrlichkeit, also was ganz klassisch Analoges, auch aus dem Feld der Digitalisierung nicht wegzudenken ist. Ne? Also im Netz und in den virtuellen Räumen müssen wir aufpassen, wie wir miteinander umgehen, auf unsere Werte achten, wie wir unsere Gesellschaft schützen, vielleicht auch mal ein Gebrauchtgerät benutzen. Also all diese Dinge haben Sie uns schöne Eindrücke und Impulse hier in diesem Podcast mitgegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Wir bedanken uns für diesen Besuch bei uns heute und auch für Ihre Tatkraft in der digitalpolitischen Arbeit. Und den Kampf gegen die Hängeregister. Genau. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Begleitung, weil das ist ja auch wichtig, dass wir nicht nur eine gute Politik auf den Weg bringen wollen oder machen wollen, sondern dass sie eben dann auch begleitet wird und die Öffentlichkeit davon erfährt. Also insofern tun Sie ja auch Ihren Beitrag, leisten Sie Ihren Beitrag zum Thema Meinungsbildung. Ja, vielen Dank, Frau Rössner. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Der nächste Digitalpolitik-Podcast folgt und bis dahin bleibt dem Kanal treu und hört so lange bei unseren Kolleginnen Steffi Halle und Georg von Wagner rein. Damit sagen wir Tschüss, eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und Sandra Rohrbach.